So, Mario wieder von der Musikmesse, immer noch bei Cork. Ich sehe hier das Digitalpiano, das mehr kann. Und neben mir ist der Jürgen, der erzählt uns was über eben dieses Digitalpiano, das da heißt Cork Havian 30. Was hat es damit auf sich? Ja, Havian oder Havian, da sind wir uns noch nicht so ganz einig. Das ist ein neues kleines Piano von Cork, was eben ganz, ganz besonders kann. Da ist eine komplette Begleitautomatik-Sektion drin, mit der Möglichkeit, MP3s abzuspielen, natürlich MIDI-Files abzuspielen und auch Rhythmen hinzuzunehmen zum Spiel, eigene Rhythmen zu programmieren und einzupflegen. Also entweder ist es ein Keyboard mit Begleitautomat oder, Quatsch, ein Piano mit Begleitautomat oder ein Keyboard mit Pianotastatur. Das klingt vielversprechend. Das ist also für jeden Fan oder für jeden, der da gerne musiziert. Die Pianisten werden sich freuen, weil sie eine kleine Begleitsektion haben. Und die Keyboarder, wenn die vielleicht pianistisch veranlagt sind, dann haben die da auf jeden Fall hier auch eine mit der wunderschönen Tastatur ein tolles Instrument, um anständig Klavier drauf zu spielen. Und der Preis ist auch okay. Soll man den sagen? Kann man ruhig mal. Zur Messe kann man den mal nachsehen. Können wir den sagen? 16,65. Habe ich jetzt gerade mal nochmal den aktuellen UVP abgefragt. Und das ist sicherlich eine Preisklasse, in der man ganz, ganz prima klarkommt, sowohl auch für Schulen oder auch für zu Hause. Gibt es schon ein Lieferdatum eigentlich? Nee, ich weiß das nicht. Da müssen wir vielleicht nochmal genau fragen. Nein. Okay, das finden wir noch raus. Ansonsten könnt ihr das ja auch immer bei uns im Blog dann nochmal nachlesen oder auch im Shop gucken. Da haben wir ja auch eine Anzeige für. Ja, aber gehen wir nochmal auf das Instrument ein. Was kann man da alles Schönes machen? Zunächst einmal, wir haben sogar einen Joystick mit eingearbeitet, der sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber der hilft natürlich auch bei bestimmten Soloklangfarben, hier Pitchband abzurufen. Wir haben ganz normal Volumen- und Balance-Regler, regelt die Balance zwischen der Spielstimme und der Begleitung. Dann haben wir hier die Abteilung, in der ich mich durch das Keyboard bewege. Ich habe hier die Song, also für die MIDI-File-Abteilung. Songbook, das ist also auch wie bei den großen PA-Keyboards, wie man das da kennt, das ist hier auch drin. Das ist eine ganz tolle Spielhilfe oder auch eine Registrierhilfe. Wir haben die Style-Abteilung natürlich mit den vielen, ich glaube es sind 420 Styles drin im Instrument und natürlich die Sounds, wo sich die Piano-Sounds befinden, und zwar auch akustische, elektrische Pianos natürlich und auch alle anderen in den Klangfarben, die so ein Keyboard so drin hat. SDS, also das ist alles für die Keyboard-Spieler hier eine sehr vertraute Angelegenheit. SDS, das kennt man aus den großen PA-Keyboards von Cork. Hier Performance, das sind die Klangspeicher. Hier findet man vorregistrierte Klangfarben. Hier die Einknopfbedienung, da haben wir unser abgebildetes Piano. Wenn ich da drauf drücke, habe ich sofort auf der ganzen Tastatur das Piano. Und eben auf der Rückseite ein USB-Anschluss zum Speichern und auch zum Abspielen von MP3s. Und das ist besonders interessant, wenn man mal zu einem Playback spielen will, singen will. Und ja, und Playbacks gibt es auch wirklich dann an jeder Ecke zu kaufen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wäre es doch schön, mal ein bisschen was zu hören. Und dann legen wir mal das Mikro zur Seite und du zeigst uns mal ein paar von den Styles, oder? Ich spiele mal ein bisschen was durch. Ich selber bin kein Pianist, aber ich freue mich jetzt als Keyboarder, da auch mal halt, naja, so ein bisschen pianistisch mich auszulassen. Wunderbar. Danke. Thank you.
vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Musik und für das Interview. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es sonst noch so Neues auf der Musikmesse gibt. Und ich wünsche weiter viel Erfolg. Ja, euch auch. Viel Spaß. Danke fürs Zuhören.